Es gibt beim Skateboarden zwei Möglichkeiten zu bremsen. Also ich benutze zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wenn ich auf dem Skateboard fahre, mit dem rechten Fuß abzubremsen. Bei Goofy-Fahrer wäre das der linke Fuß und das zeige ich dir jetzt. Das Board drauf, pushen, pushen, Füße wieder nach vorne und dann gibt es die Möglichkeit, mit dem hinteren Fuß abzubremsen. Sobald ich fahre, nehme ich den hinteren Fuß und bremse mit der Sohle ab. Jetzt nochmal von ganz nah, damit du es auch richtig sehen kannst, wie man mit dem Fuß abbremst. Also das heißt wirklich den Fuß an den Boden drücken, runterdrücken und durch das Drücken auf den Boden bremst du natürlich ab. Das Board drauf, linker Fuß vorne, bei mir zum Beispiel, dann rolle ich. Und wenn ich es abbremsen möchte, drücke ich einfach mit diesem Fuß an den Boden und werde auch so langsamer. Dann gibt es eine andere Bremsmöglichkeit, das ist mit der Ferse. Ich stelle mich wieder aufs Skateboard drauf und bremse jetzt nur mit der Ferse ab. Also am Tail hinten mit der Ferse nach hinten und bremse damit ab. So bremst du nur mit der hinteren Ferse zum Beispiel dein Skateboard ab. Und das mache ich am allermeisten, das machen die meisten Skateboardfahrer, die schon gut Skateboard fahren können, bremsen mit der Ferse hinten ab. Bei mir ist das der rechte Fuß. Bei Goofy wäre das der linke Fuß natürlich wieder. Skateboard drauf, pushen, pushen, Füße nach vorne. Und beim hinteren Fuß drehe ich den Fuß so, dass ich mit der Ferse den Boden berühren kann. Und nochmal in nah für euch. Pushen, pushen. Der hintere Fuß dreht sich so, damit du mit der Ferse den Boden berührst. Und desto schneller du natürlich fährst, desto schwieriger ist es mit der einen Position, das heißt mit der Fußposition zu bremsen, wird es natürlich was schwieriger. Und mit der Ferse wird es natürlich auch schwieriger. Desto schneller du fährst, reicht sogar manchmal nicht das Abbremsen. Dann heißt es nur, mit beiden Beinen abzuspringen und irgendwie abzubremsen, weil es kommt auf deine Geschwindigkeit an. Manche machen auch Powerslide. Powerslide, dazu kommen wir zum anderen Video irgendwann mal. Heute geht es wirklich nur um die zwei Varianten, die ich verwende, die die meisten Skateboardfahrer verwenden, abzubremsen. Nochmal drauf, pushen, pushen. Jetzt will ich vor den Rail hier bremsen. Zack. Wenn du mit der Ferse abbremst, versuch wirklich mit der Ferse den Boden zu berühren und nicht mit der Tail, damit die Tail lange hält. Wie gesagt, hinten drauf drücken und dann so sieht die Bremsung aus. Bei meiner Position ist das mit dem rechten Fuß, aber so sieht es aus, wenn du mit der Ferse hinten bremst, damit du dein Tail nicht kaputt machst. Weil ich kenne das bei meinen Schülern zum Beispiel in der Schule, wo ich trainiere, dass sie sehr, sehr gerne mit dem Tail abbremsen, aber am Ende des Tages haben die Kiddies meistens kein Tail mehr, dann ist das nur noch so dünn wie ein Stück Papier und haben keine Tail mehr wegen den ganzen Bremsübungen. Nochmal. Macht es mit den Füßen, mit den Schuhen, die halten was aus, die sind für Skateboardfahrer gemacht, vernünftige Skateboardschuhe und dann mit der Sohle abbremsen oder mit der Ferse. Das war's mit meinem Video, ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen, wie man den Fuß halten sollte, wie man abbremst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch ein Abo und schreib in die Kommentare, ob du schon fahren kannst, bremsen kannst, das würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Video, meine Freunde, don't wait, go skate!